Unser Glaube ist klar. Wenn jemand am Leben ist, dann können wir niemanden zu jemandem, der am Leben ist, du kommst ins Paradies oder du gehst in die Hölle. Wenn das der schlimmste Gegner des Islam ist und Hasser, oder wenn das der beste Muslim ist. Solange man am Leben ist, dann können wir niemanden sagen, du kommst ins Paradies oder du kommst in die Hölle. Und deshalb, als einer von Mushrikin, von den Götzendienern, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam, und er sagte ihm, er hat einen Knochen in der Hand genommen und er hat das zermalt mit seiner Hand. Und dieser Knochen zermalte vom Knochen, das pulverte so in der Luft. Und dann sagte dieser Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, wird Allah subhanahu wa ta'ala diese Knochen wieder zusammenbringen und lebendig machen? Dann sagte der Prophet ihm, ja, er wird sie zusammenbringen und lebendig machen und er wird dich in die Hölle bringen. Und das ist normalerweise, wir können das nicht sagen, aber bei ihm schon. Und schaut mal, das ist ein Wunder, weil diese Person eigentlich, der könnte den Islam in Frage stellen, indem er sagt, ich nehme den Islam an. Und wenn er den Islam annimmt, ja, wie soll er das dann in die Hölle? Aber der ist geblieben als Götzendiener und er wurde in Badr dann getötet. Und subhanallah, das ist die Sache. Deshalb, hier, das ist Ausnahme. Und wer sagte das? Das ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deshalb die Mushrikin von Mekka, die Götzendiener von Mekka, die haben gesagt, wir glauben nur an die Zeit. Das ist Zeitfrage. Wir sind Materia, obwohl sie geglaubt haben, Allah hat sie erschaffen. Ne? Und wenn man Parallelen zieht jetzt oder Vergleiche, dann mal auch in unserer Zeit, manche Leute sagen, es gibt keinen Gott, es gibt keinen Allah, es gibt keine Religion, Religion ist schlecht, alles ist nicht gut, aber die sind gut, ja. Also die Propheten denken nicht und die Gläubigen denken nicht und alle denken nicht, aber sie ja. Und du siehst sie ja, diese Leute, der schreibt so in seinen Story oder der schreibt so, man sollte die Menschen respektieren, man sollte keine schlechten Wörter sagen. Jeder Mensch hat das Recht, geehrt, behandelt zu werden. Und schau mal, was sie schreiben. Die meisten Lügner sind diese Leute, die mit solchen Parolen kommen, sei ein guter Mensch, aber was machst du? Man sollte nicht die anderen kritisieren, aber die beschimpfen die anderen. Und so waren die Mushrikin von Quraysh, von Mekka, und wir haben heute auch Mushrikin, aber wir werden sterben und dann nach dem Sterben wissen wir, wer die Wahrheit gesagt hat. Wir verlieren nicht. Wir verlieren. Wir haben gelebt. Und wir haben an Allah geglaubt und wir glauben an Allah und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns als Muslime sterben lassen. Aber die werden verlieren. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.